Hallo, ich bin Sabine. Hallo und ich die Barbara. Wir bieten zusammen im Juli diesen Jahres 2020 eine Avalon-Reise an. Durch Südengland reisen wir an der Leyline entlang von Michael und besuchen ganz viele gigantische, umwerfende Kraftorte und machen eine Seminarreise. Wir machen viele Zeremonien, viele Meditationen, Channelings. Einfach, dass du in deine Kraft kommst, dass du Altes, das noch in dir gespeichert ist oder so einfach verarbeiten kannst, loslassen kannst und ja, der Raum für ein neues Platz hat. Das ist wichtig, die Reiseroute, die wir machen. Und die anderen wichtigen Punkte sind natürlich, wer macht die Reise. Genau. Denn in dem Fall die Barbara und ich mit allem, was wir sind, was wir mitbringen, das geben wir natürlich alles in die Reise rein. Das geben wir alles dir, wenn du Lust hast mitzukommen, den Teilnehmern, die mitkommen auf die Reise. Also ich bin Energetikerin, das heißt Prana-Therapeutin, arbeite energetisch, mache mediale und sensitive Energiearbeit, arbeite mit Kräutern und Düften, bin eben auch Kräuterexpertin, Meditationen biete ich an, Engelmeditationen, Klangmeditationen, weil ich auch mit Klängen arbeite. Und die begleiten uns dann auch auf der Reise natürlich. Und jetzt sag mal du, Sabine, was du machst. Ja, ich mache hauptsächlich Channeling, ist das meiste, was ich mache in meiner Praxis, Coaching, und ich gebe Seminare, Ausbildungen als Channel-Medium, Ausbildung, Lichtheilung, Akasha-Reading, Priester-Initiation in die eigene Kraft, verschiedene Seminare. Falls ihr euch fragt, wo die Barbara und ich uns kennengelernt haben, wir haben uns natürlich in Südengland kennengelernt, in Avalon, auf unserer gemeinsamen Avalon-Reise, genau. Als wir waren. Ja. Mich hat Avalon einfach schon... Ich habe mit 11 Jahren habe ich die Nebel von Avalon gelesen und es war einfach eine Offenbarung für mich. Es war, oh Gott, ich wusste sofort, alles kam wieder zurück, die ganze Erinnerung. Und dann war ich in dem Avalon-Thema drinnen, das hat mich berührt und ich wollte schon immer mal hin. Und letztes Jahr habe ich dann endlich die Reise gemacht und es war einfach wie ein Heimkommen. Das war absolut gigantisch. Es war bei den ganzen Orten, die aus der Avalon-Geschichte, aus der Artus-Sage, aus die Nebel von Avalon, Morgaine, Vivien, wo die alle waren, Tintagel, Stonehenge, Glastonbury Tor, also die ganzen Orte einfach, sind wir hingereist und da reisen wir auch mit euch. Erzähl doch mal du, wie du auf Avalon gekommen bist. Eigentlich schon vor Jahren auch habe ich das gehört von dem Avalon und mich hat das gleich berührt und ja, ich wusste, da muss ich mal hin, also da will ich mal hin, sagen wir so. Und ja, und letztes Jahr war es soweit und es war einfach gigantisch, also es war fantastisch. Besonders für mich das Highlight war Stonehenge, also das hat mich sehr, 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 sehr berührt. Wir durften in den Inner Circle, also in den inneren Kreis, wo wir auch hinein dürfen, weil das kann eigentlich nicht jeder, wenn du so hingehst, dann darfst du immer nur in den Außenzirkel rein und von der Energie her ist das nicht vergleichbar, also im Innerzirkel, ich war so berührt, also ja, die Verbundenheit mit allem, was existiert, ja, es ist wie ein Heimkommen. Und für dich, Sabine? Ja, für mich war natürlich, das Gigantischste war einfach Glastonbury Tor, der Hügel in Avalon, wo unten die Priesterinnen gelebt haben und zu den Zeremonien sind die in einem Spiralweg da hochgelaufen und als wir dann dort waren, mich hat es hochgezogen auf den Berg, als hätte ich Magnete in den Füßen. Ich bin der ganzen Gruppe vorweggelaufen, hochgerast praktisch schon und es ist auch einfach nur... Boah, wow, hingestellt,
ich stand auf der Erde, der Wind trägt mich, ich habe mich angelehnt, in den Wind gelegt, ich stand senkrecht und lag im Wind, die Sonne hat auf mich runtergeschienen und es war einfach nur zu Hause, aber auch Stonehenge. Mhm, ja. Du bist drinnen und du merkst, boah, du hast es letztens so schön beschrieben, wie die Energie durchläuft. Genau, also wirklich, du bist verbunden mit dem Kosmos, mit der Erde. Das ist gigantisch, man kann es fast nicht beschreiben. Nee, also Worte ist schwierig. Es ist schwierig. Mhm. Ein bisschen erzählen wir jetzt in dem Video auch über die Orte, wo wir hinfahren. Genau. Aber wir wollen noch mehrere Videos machen, weil da ist so viel zu erzählen zu den ganzen Geschichten. Mhm. Also jeder Ort hat eine Geschichte zu Merlin, zu Artus, zu den Priesterinnen, zu den Druiden. Ha, wir haben natürlich auf unsere Reise, weil viele bieten Reisen an, Südengland, Avalon, Glastonbury. Wir haben bei unserer Reise noch viele andere Steinkreise und Dolmen drin, mhm, die bei den anderen Reisen nicht drinnen sind. Bevor wir uns damit beschäftigt haben, kannten wir die selber nicht. Und als wir uns dann beschäftigt haben, haben wir so, wow! Ja, wow, einfach. Also genau. Sind und Dolmen, mhm, Glen, ja, St. Nectans Glen. Aber das sind wieder so Orte, wo auch alle hinreisen, was nicht heißt, dass die weniger umwerfend und gigantisch sind. Aber wir haben halt zusätzlich haben wir noch andere Orte. Und was wir werden viel auch mit Rückführungen arbeiten. Wir schauen an den Orten, wir führen die Gruppe, wir führen die Teilnehmer dich zurück in dein Leben, was du dort schon hattest. Und dann gucken, okay, was hast du noch zum Aufarbeiten? Was gibt es noch zum Lösen? Lösen das gemeinsam und vor allem, was gibt es zum Mitnehmen? Mhm. Was hast du Gigantisches dort gemacht? Was konntest du schon alles? Und es ist ein Zurückerinnern, dass du alles dich wieder erinnerst an deine alten Leben, dass du mitnehmen kannst, was du schon alles konntest. Und Avalon ist ja auch entstanden. Es sind die Priester und Priesterinnen aus Atlantis rübergekommen und haben dann Avalon gegründet. Das heißt, es ist auch ganz eng verbunden mit Atlantis. Also es sind auch deine atlantischen Fähigkeiten, die du hattest, werden dann wieder hochgekitzelt. Darum haben wir auch hier ein paar besondere Steine liegen. Der Larimar ist ja der Atlantisstein. Und ja, dann haben wir noch ein Aquamarin da liegen. Blau ist auch so der Sprecherstein. Wir waren viel channeln. Wir waren eine Akasha-Ausbildung machen auf der Reise, dass die Teilnehmer lernen, in ihrer eigenen Akasha sich zu bewegen, Antworten zu holen, alles abzufragen, dass man einfach niemanden mehr im Außen braucht, weil jeder Mensch trägt alles in sich, jeder kann alles. Es ist nur ein gewusst wie und ein Erinnern, dass man es schon kann und der Rest ist Selbstvertrauen, aber das machen wir auf der Reise. Genau. Ich freue mich auf dich. Der Apfel? Das ist eigentlich das Symbol für Avalon, die Apfelinsel. Ja, und zu den Orten, wo wir noch hinreisen. Und wir auf unserer Homepage kann man alles nachlesen. Wir blenden natürlich auch die E-Mail-Adressen, genau, die Homepage ein. Dann könnt ihr uns direkt fragen. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Instagram. Könnt euch schauen, okay, wie ticken die zwei Mädels? was machen die so? Und auf die Homepage gucken, da steht die genaue Reiseroute. Aber also natürlich Highlights ist natürlich noch Merlins Höhle. Mhm. Genau, ja. Die rote Quelle. Ja, Avebury ist noch ein gigantisches Highlight. Genau. Ja, und die ganzen anderen Steinkreise und Dolmen. Ja, also ich freue mich schon riesig. Wir freuen uns riesig auf diese Reise. Also, dann freuen wir uns, wenn es dich mehr interessiert, dann schaust du dir auch unsere anderen Videos an, die dann folgen. Genau. Tschüss. Tschüss.